Die Dachsanierung der Prezer Stadtkirche ist in vollem Gange. In 35 Metern Höhe müssen die Zimmerleute an dem Dachstuhl der Kirche arbeiten. Bereits 2017 wurde mit der Dachsanierung begonnen. Jetzt wird den morschen Balken, die ausgetauscht werden müssen, zu Leibe gerückt. Eine positive Überraschung gab es am Donnerstag für die Zimmerleute. Der tragende Balken des Dachstuhls muss nicht ersetzt werden. Eine Reparatur reicht.